So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht diesmal um die Dürre und Waldschäden im August. Wir hatten schon uns ein paar Mal über die Trockenheit und eben die Situation, die für den Wald da vorliegt, jetzt unterhalten. Das ist also eine Reihe. Deswegen wird euch die eine oder andere Karte vielleicht im ersten Moment ein bisschen bekannt vorkommen, wenn ihr schon gesehen habt. Beziehungsweise für die Leute, die das eben noch nicht gesehen haben, die anderen Teile der Reihe, den würde ich empfehlen, erstmal in der Videobeschreibung vielleicht den einen oder anderen Teil anzugucken. Sonst fehlt ein bisschen Hintergrund, aber eventuell ist der auch nicht unbedingt notwendig, das müsst ihr selber wissen. Ich wollte es ja nur gesagt haben. So, des Weiteren ist das diesmal ein zweigeteiltes Video. Erstens gucken wir uns ein bisschen Zahlen, Daten, Karten an. Das sind zum einen die Karten wie diese, die im Hintergrund schon mal eingeblendet ist, für den bisherigen August, die Niederschlagsverhältnisse darstellt. Diese Karten habe ich vom Wetterkontor. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, entsprechend auch bei jeder Karte selbstverständlich der Quellenvermerk und kann man sich gerne beim Wetterkontor alles selber entsprechend so angucken, wie es einen gerade interessiert, für die Region, die es einen interessiert und auch zeitlich noch ein bisschen anders aufgelöst. Das ist alles sehr, sehr, sehr toll gemacht und da findet man wirklich nahezu alle Informationen, die man in irgendeiner Form da haben möchte und das sehr schön aufbereitet. Also ich bin da ziemlich begeistert von. So, des Weiteren findet ihr diese lustigen bunten Dürrekarten. Die sind vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, vom UFZ Dürremonitor, also Umweltforschungszentrum Dürremonitor und da auch der Link in der Videobeschreibung. Ja, das war also schon mal wichtig. Und jetzt noch der Hinweis, falls ihr im Hintergrund ein leichtes Rauschen vernehmt. Das liegt daran, dass der Ventilator läuft, sonst vergehe ich hier nämlich, wo der Computer steht und wo ich es ruhig genug habe, was aufzunehmen. Und wen das stört, dann tut es mir leid, aber es ist zu heiß und ich brauche den Ventilator, ich kann sonst nicht denken. So, und damit legen wir mal los mit der aktuellen Gesamtdürrekarte vom UFZ und die kommt jetzt. So, und also hier jetzt erstmal die Gesamtbodenkarte. Hier dargestellt ist die Dürresituation im gesamten Boden, der an der jeweiligen Stelle in Deutschland entsprechend vorliegt. So, Dürre ist klassifiziert durch auffallend trockene Jahre. Und die Farben, die wir hier sehen, werden umso röter, je intensiver bzw. je seltener das Dürreereignis ist. Das möchte ich jetzt noch mal kurz erklären, damit wir da auch wirklich wissen, wovon wir reden. Und zwar ist das Ganze definiert bei Gelb. Ungewöhnlich trocken. Ja, das ist dieses relativ helle Gelb. Das ist in 20 bis 30% der Jahre, also die 20 bis 30% trockensten Jahre im Beobachtungszeitraum von 1951 bis heute. Ja, also in der Zeit guckt man sich alle Jahre an. Sucht sich die 20 bis 30% trockensten Jahre raus und die Werte, die diese 20 bis 30% trockensten Jahre hatten, die rechtfertigen eine gelbe Färbung auf der Karte, wenn die erreicht sind. Ja, ich hoffe, das ist verständlich. So, dann kommt dieses Ockerartige, das noch nicht ganz orange ist. Das ist die moderate Dürre. Die ist in 20 bis 10% sämtlicher Jahre im Bezugszeitraum, die 20 bis 10% trockensten Jahre, ist die erreicht. Dann haben wir orange, das ist die schwere Dürre, 10 bis 5% der Vergleichsjahre. Die extreme Dürre ist das hellere Rot, 0,05%. Also 5% quasi bis 2% der entsprechenden Jahre im Beobachtungszeitraum. Und dann haben wir noch dieses dunkle Rot. Das ist die außergewöhnliche Dürre und damit das Schlimmste, was es gibt im Beobachtungszeitraum. Die tritt in weniger als 2%, ja, und mehr als 0% der beobachteten Jahre eben entsprechend auf. Soll heißen, die dunkelrote Färbung kann sein
eine nur in 2% der Jahre im Vergleichszeitraum beobachtetes Dürreereignis, also ein sehr, sehr, sehr seltenes, ein 50-jähriges quasi, mindestens ein 50-jähriges Dürreereignis, wenn man das so sehen möchte. Das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber vielleicht kann man sich so ungefähr vorstellen. Und die Alternative ist, dass es auch sein kann, dass es so dürre ist, dass das einfach ein noch nie dagewesenes Dürreereignis ist. So, damit wäre das geklärt und dann können wir uns die Karte jetzt erstmal näher angucken. Ich versuche mich da ein bisschen kurz zu fassen, weil das haben wir schon häufiger gemacht und in der Grundsache hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Wir haben immer noch eine vergleichsweise gute Situation in Schleswig-Holstein. Wir haben ebenfalls geht so Situation in Teilen Niedersachsens, teilweise sogar relativ gut. In der östlicheren Hälfte von Niedersachsen, also alles so ein bisschen südöstlich von Hamburg, da sieht es, wie man sehen kann, ein bisschen ernster aus. Nordrhein-Westfalen hat insbesondere eben im Kölner Becken einige tiefrote Ecken und alles andere ist zumindest mal rot, bis auf die nördlichen Bereiche, die dann so Richtung Niedersachsen rausgehen, wo es auch übrigens tendenziell wieder eine etwas zunehmende Waldfläche gibt. Muss aber nichts zwingend heißen, was die Waldfläche angeht, wenn wir uns nämlich die tiefrote Grenze, die südlichere Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen angucken. Da ist im Rheinischen Schiefergebirge leider auch alles rot. Und eigentlich ist das Rheinische Schiefergebirge eine Gegend, die einen etwas höheren Niederschlag hätte als zum Beispiel das Kölner Becken, ja, oder die Kölner Bucht, weiß ich jetzt gar nicht, wie das Ding genau heißt. Ich bin ja nicht von da. Jedenfalls sieht nicht so wirklich gut aus. Die gute Nachricht, das wird mir der ein oder andere auch in die Kommentare schreiben, in Nordrhein-Westfalen hat es in letzter Zeit ein paar Starkregenereignisse gegeben, die helfen etwas. Die helfen allerdings auf keinen Fall so sehr, dass man sich da demnächst von der tiefroten Farbe bzw. der roten Farbe im größeren Umfang verabschieden können wird. Ja, also das braucht da gar nicht erst vermuten. So, Rheinland-Pfalz, da sieht es auch vergleichsweise ganz gut aus. Hessen hat so einige Hotspots im wahrsten Sinne des Wortes, wo es nicht so doll ausschaut. Das Saarland ist bisher immer recht gut weggekommen bei diesen ganzen Betrachtungen. Inzwischen hat es allerdings auch ein paar rote Flecken. Es gab auch schon Videos zu dem Thema, beziehungsweise Karten zu Zeiten, als im Saarland fast gar nichts Rotes zu sehen war, sondern lediglich Orange. Also das hat sich auch nicht unbedingt verbessert. So, Baden-Württemberg, wir haben im Rheintal vor allen Dingen größere Schwierigkeiten. Wir haben in Teilen des Schwarzwalds ein wenig Schwierigkeiten und wir haben die Dauerproblemfläche der Schwäbischen Alb. Das ist dieser in südwestlich bis nordöstliche Richtung verlaufende dunkelrote Streifen. Man kennt hoffentlich die Schwäbische Alb. Wenn nicht, müsste man sich da mal schlau machen. So, Bayern, da ist eine deutliche Verbesserung, das sehen wir auch gleich noch, festzustellen, weil es hat doch im Alpengebiet und Alpenvorland selbstverständlich jede Menge geregnet, sodass die Dürre da erstmal nicht mehr existent ist. Da ist also ausnahmsweise jetzt mal gerade gar keine Dürre. Nordschleswig-Holstein und Südhälfte Bayern, also schöne Oberbayern, die oberbayerischsten Teile des Oberbayerns, da sieht es gerade ganz gut aus. Es sei ihnen gegönnt. Gerade da haben wir ja auch sehr wertvolle Natur, bei der man sich dann doch auch freuen möchte, wenn das da ganz gut ist. Des Weiteren hat sich in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen was getan. Da ist die Situation auch gar nicht mehr so mies, wie sie schon gewesen ist. Sachsen weiterhin sehr bedrohlich. Sachsen Anhalt nicht schön, Thüringen in großen Teilen auch nicht schön. Leider haben wir hier eben immer noch die Differenzierung zwischen der etwas kontinentaleren und der etwas atlantisch geprägteren Hälfte Deutschlands. Und rein zufällig, hat nichts mit Politik zu tun, ist das eben nun mal auch die Grenze der neuen und der alten Bundesländer. Das ist halt einfach auch eine klimatische Grenze. Ist ein Zufall. Ja? So, jetzt gucken wir uns doch mal an, wie das gewesen ist, als ich das letzte Mal darüber gesprochen habe, also die Karte aus dem letzten Video dieser Reihe.
Ja, und da können wir also dann schön sehen, dass sich eben die gesamtbayerische Situation massiv verbessert hat. Bayern kann aufatmen. Selbst in Sachsen ist ein bisschen besser geworden. Grundsätzlich in Ostdeutschland tendenziell geht's aufwärts. Baden-Württemberg deutlich besser geworden. Der Bereich der Schwäbischen Alb ist jetzt nur noch so, ja, auch deutlich, deutlich besser geworden. Ich sag mal, nicht ganz nördlichen Teile des Schwarzwalds sind es nicht mehr alle tiefrot. Da hat sich also ganz viel getan. Ja, fürs Saarland sieht schlechter aus, hatte ich ja schon angemerkt. Für Rheinland-Pfalz sieht schlechter aus. Nordrhein-Westfalen tendenziell auch schlechter. Niedersachsen, ja, nimmt sich nicht viel. Schleswig-Holstein ist zwar im Norden inzwischen dürrefrei, aber die südlichere Hälfte ist nicht unbedingt besser. Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir auch gering, ne, hatte ich ja schon gesagt, bisschen Verbesserung. Berlin ist übrigens schlimmer geworden. Ja, Berlin ist zu diesem Zeitpunkt hier am 21.05. Noch nicht gänzlich in dunkelrot. Inzwischen ist es schon gänzlich in dunkelrot. Ja, und inzwischen, ja. Ja, also man kann, ich will das gar nicht allzu sehr in die Länge ziehen, ihr seht die Karte ja selber, könnt ihr euch selber für eure Region angucken. Ist das besser als das, was ihr eben gesehen habt? In dem Fall hat sich's verschlechtert. Ist das, was ihr jetzt seht, schlechter als das, was ihr vorher gesehen habt? Dann hat sich's verbessert. Ja, also grundsätzlich meine ich netto eine kleine Erleichterung weiterhin feststellen zu können. Also bei der Gesamtdürresituation im Gesamtboden. Deutschlandweit, wenn man da einen Durchschnittswert festlegen wollen würde, dann scheint es mir, als sei das etwas besser geworden. Um das, es ist besser geworden, noch ein bisschen zu belegen, hätte ich hier jetzt mal die Karte vom Oberboden eingeblendet. Bisher hatten wir ja den Gesamtboden. Der Gesamtboden ist logischerweise was anderes als nur die oberste Schicht. So, und was wir jetzt feststellen ist, dass die Situation für den Gesamtboden, also das Wasser, was im Gesamtboden verfügbar ist, beziehungsweise drin ist, das sieht insgesamt deutlich mieser aus als die Situation für den Oberboden. Ja? Das sehen wir also eben deutlich, wenn wir die beiden Karten gegenüberstellen. Viel, viel, viel weniger dunkelrot, nur ein paar überhaupt rote Flecken, viel mehr weiß. Deutlich mehr Gelb, deutlich mehr von diesem, ich nenne es mal Ocker. Und ja gut, Orange ist natürlich auch vertreten, aber doch eine deutlich bessere Situation als auf der Gesamtbodenkarte. Das bedeutet, dass die oberen Bodenschichten nicht mehr ganz so sehr ausgetrocknet sind. Und da nun mal Feuchtigkeit in den Boden von oben eindringt, bedeutet es, wenn der Oberboden nasser ist als der Gesamtboden, dann ist in letzter Zeit zumindest eine deutliche Verbesserung auch für das gesamte System eingetreten. Weil wenn der Oberboden nicht nasser wird, dann wird der Unterboden auch nicht nasser, denn Wasser fließt nun mal von oben nach unten, wie man so mitbekommen hat, ne? Das heißt, in der Karte des Oberbodens, die findet ihr auch unterm Dürremonitor, also auf der Seite vom Dürremonitor, da kann man immer so ein bisschen den aktuelleren Trend ablesen. Ist die Situation des Oberbodens besser als die des Gesamtbodens, wird sich die Situation des Gesamtbodens langfristig, solange die Situation des Oberbodens besser bleibt, verbessern. Und umgekehrt ist die Situation des Oberbodens, ist der schon wahnsinnig ausgetrocknet, aber der Gesamtboden, der ist noch relativ feucht. Dann wird sich, wenn sich an der Austrocknungssituation des Oberbodens nichts ändert, auch der Gesamtboden früher oder später dem Oberboden anschließen. Denn die Austrocknung schreitet weiter fort, dringt in tiefere Tiefen ein und wir haben irgendwann dann halt alles tiefrot. Ja? Und so gesehen dürfen wir so froh sein, dass wir beim Oberboden eine Erleichterung feststellen können. Ich hatte beim letzten Video gesagt, das war glaube ich sogar der Titel, eine kleine Erleichterung. Es ist also die Dürresituation nicht mehr ganz so dramatisch wie 2018-19. Und dieser Trend setzt sich tendenziell bei der Bodensituation fort. Ha? Es gibt allerdings ein größeres Problem und dazu kommen wir jetzt. Nämlich diese Karte. Das ist jetzt eine wirklich andere Karte und da müssen wir uns noch kurz drüber unterhalten, was die bedeutet. Was wir hier haben, ist die
Füllung der nutzbaren Feldkapazität im Boden. Das bedeutet, ein Boden hat eine Wasserspeicherkapazität von X. Und wenn diese Wasserspeicherkapazität, ja, also nehmen wir mal an, der Boden in eurem Garten kann 5000 Liter Wasser speichern, ja, Gesamtboden eures gesamten Gartens, meinetwegen irgendwie sowas. Ist jetzt viel, muss ein großer Garten sein, egal. Nehmen wir das einfach mal an, so. Und der hat dann also entsprechend eine nutzbare Feldkapazität von 100%, 5000 Liter. So, und wenn der jetzt mit 2500 Litern nur noch gefüllt ist und nicht gänzlich nass, sondern nur halb nass sozusagen, dann hätten wir eine nutzbare Feldkapazität, also 50% nutzbare Feldkapazität. So, und in dieser Grafik wäre das dann, ich gucke es kurz nach, einen Moment bitte, ja, so ein mildes Grün, ein ganz mildes Grün, noch kein dunkleres Grün, sondern so ein fast nicht sichtbare Farbgebung. Ja, das ist das, was wir zum Beispiel gerade nördlich vom doch deutlich blauen Bereich im Alpenvorland haben. Das ist diese typische 50%-Schwelle. Ja, so. Röter bzw. oranger, gelblicher als 50% bedeutet weniger als 50% Wasser drin. Die Tiefrot, also das röteste Rot, was wir hier auf der Karte sehen können, das heißt Null. Ja, das bedeutet, die Böden, die hier rot sind, und das sind leider sehr viele, enthalten gar kein entsprechendes Wasser, das für Pflanzen verfügbar ist mehr. Ja, also Null. Die tiefblauen Böden sehen wir hier nur am Alpenrand, ein ganz paar und im Bayerischen Wald übrigens. Die sind tatsächlich übervoll, da ist ein bisschen mehr Wasser drin, als die Pflanzen überhaupt, ja, also da haben wir Staunässe, ja, da haben wir ein Überangebot an Wasser. Das wäre auf die Dauer übrigens auch schlecht, ist jetzt aber aktuell gerade nun wirklich kein Problem, das in Deutschland irgendwo im größeren Umfeld auftritt. Ja? So, und um mal zu verdeutlichen, wie mies die Situation auf dieser Karte hier eigentlich ist, habe ich mal die Karte vom letzten Video für euch nochmal hier reingenommen. Da kommt sie gleich. So, und da stellen wir jetzt fest, am 18.06.2020 sah das noch viel, bei weitem viel, viel, viel besser aus. Ja, und sogar in Bayern, wo sich die Bodensituation, ja, die Dürresituation per se verbessert hat, ist das pflanzenverfügbare Wasser deutlich knapper geworden. Ja? Nochmal, diese Karte bezieht sich jetzt nicht darauf, wie sehr intensiv die Dürre im Vergleich zu den sonstigen Jahren aktuell ist. Diese Grafik und auch die davor direkt, ne, die mit dem ganz vielen Rot, die bedeutet, wie viel Wasser ist im Boden drin, das Pflanzen durch die Wurzel aufnehmen können und dann verwenden können zum am Leben bleiben letztendlich. Ja? Und ihr habt es auch ebenfalls in der Legende gesehen, die ich vor kurzem noch eingeblendet hatte. Die würde ich nicht allzu lange eingeblendet lassen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen gewagt vom Urheberrecht her, in der Hoffnung, dass ich da nicht verklagt werde. 0% pflanzenverfügbares Wasser bedeutet permanenter Welkpunkt. Permanenter Welkpunkt bedeutet, da wird gestorben. Ja? Solange es in einer Region rot ist, tiefrot, wird da gestorben. Keine Pflanze, gar keine, bis auf so ein ganz paar Ausnahmen, die einen Grundwasserzugang haben, das sind aber im Regelfall nicht viele, kann nennenswert lange existieren in dem roten Bereich. Ja, die sind da also im größten Stress, im Not-Not-Not-Modus, haben vielleicht noch ein paar Wasserreserven irgendwo in sich selber gespeichert, aber da wird gestorben, definitiv. So. Und jetzt habe ich ja erzählt, die Situation sei insgesamt viel besser geworden. Wieso zum Geier wird jetzt mehr gestorben denn je als bisher? Ja? Das ist jetzt die große Frage, obwohl doch die Dürresituation gar nicht mehr so sehr intensiv ist und sich doch ein wenig verbessert hat. So, also wichtig, zunächst mal, genau wissen tue ich das auch nicht. Ja?
Also überhaupt nicht. Da müsste man dann schon wirklich einen ausgewiesenen Klimatologen, Meteorologen, irgend so jemand in die Richtung, Ökoklimatologen, das wäre auch nicht verkehrt, fragen. Ich bin ja bloß hier so allgemein gebildetes Etwas, ne? Forstwissenschaftler. Und aber, was wir hier sehen, ist keinesfalls normal. Und das sind nämlich die Temperaturmittel vom 1. bis 14. August. Und da sehen wir komplett überall in Deutschland haben wir jetzt eben die letzten 14 Tage ungefähr eine Hitzewelle erlitten. Ja, und erlitten ist das richtige Wort, weil anders als die Deppen, die sich über die Hitze freuen, Entschuldigung, die ökoklimatologisch nicht so sehr gebildeten, Entschuldigung, die jetzt sagen, juhu, ah, endlich mal richtig Sommer, während ihre Lebensgrundlage auf den Feldern verdorrt. Also es tut mir leid, ich weiß es nicht, jeder muss sich für dieses Thema interessieren. Eigentlich schon, meiner Meinung nach. Aber, ja, es gibt halt tatsächlich aus meiner Sicht etwas zu viele Leute, die so begeistert sind. Ha, endlich mal wieder so richtig ein schöner, toller Sommer. Ja, die Natur stirbt. Wir können keine Nahrungsmittel mehr anbauen und der Wald verreckt uns auch, wenn das so weitergeht. Aber ja, ne, wir freuen uns, denn wir können schön am Baggersee Corona bekommen, eng auf eng. Tut mir leid, da muss ich mich einfach, da kann ich nicht neutral dazu bleiben. Das ist eine Sache, da muss ich meine Meinung wirklich ausdrücklich äußern. Das mache ich aber in jedem dieser Videos, dass mich das aufregt. Und auch hier ist es jetzt wieder drin. Ja, also ausgewiesene Hitzewelle, extrem hohe Temperaturen, die müssen noch nicht mal allzeit hoch sein. Ja, es gab schon Situationen mit noch höheren Temperaturen in Deutschland. Aber der wesentliche Unterschied ist einfach, bisher, als die pflanzenverfügbares Wassersituation noch einigermaßen gut gewesen ist, da hatten wir nicht besonders dolle Niederschläge, aber wir hatten es relativ kühl. Da hatten wir es teilweise sogar unterdurchschnittlich warm. Und dann verdunstet das Wasser natürlich nicht so schnell. Und dann reichen auch geringfügige Niederschläge aus, um lange im Boden Pflanzen verfügbar zur Verfügung zu stehen. Das heißt, die Pflanzen können dann auch gut wachsen oder zumindest gut am Leben bleiben und sich von den Schäden der Vorjahre erholen, wenn sie, sagen wir mal, nur 70% oder von mir aus auch nur 60% des langjährigen Mittels an Niederschlägen zur Verfügung haben. Solange es nicht bolle heiß ist. So, und jetzt ist es doch bolle heiß geworden. Zwar hat sich die Niederschlagssituation und die Wasserverfügbarkeit grundsätzlicher Art durchaus ein bisschen erholt, ja? Aber kurzfristig und unter den drei Systemen, die wir uns angeguckt haben, ja, den Gesamtboden, den Oberboden und die Wasserpflanzen, also die pflanzenverfügbares Wasser-Geschichte, ist halt das pflanzenverfügbare Wasser das, was am allerschnellsten reagiert. Und da machen 2 Wochen Dürre, 2 Wochen heiße Dürreperiode, selbst wenn es dann mal hin und wieder einen kleinen Gewitterregen gibt, das Wasser ist sofort wieder weg bei den Temperaturen. Ja, das dringt gar nicht erst ein in den Boden. Und da machen also eben 2 Wochen wirklich Hitzewelle ganz, ganz viel kaputt und zerstören ganz, ganz viel von dem wieder, was die Pflanzen vorher noch an Regeneration eben bekommen haben. Aber bevor wir jetzt in Panik ausbrechen und wir gucken uns mal die Niederschlagswerte an für die erste Augusthälfte. Und da sehen wir, die sind gar nicht so mies. Insbesondere Gießen hat sogar grüne Zahlen. Wer es noch nicht gemerkt hat, schwarze Zahlen sind so im üblichen Rahmen. Da können wir übrigens auch schön bei Köln sehen, dass es eben da diese Starkniederschläge in den letzten Tagen gegeben hat, weshalb da anders als die Dürresituationskarte die Niederschlagssituation gerade ganz gut aussieht. Aber auch das habe ich im letzten Teil ausführlicher erklärt, da will ich diesmal nicht groß drauf eingehen. Das bedeutet nicht zwingend, dass Meerwasser im Boden verfügbar ist. Das kann auch sein, wenn es in Form von Starkniederschlägen innerhalb einem sehr kurzen Zeitraum runterkommt, dass es dann einfach direkt in den Fluss fließt, oberflächlich abfließt, gar nicht in den Boden reingeht, sondern über Straßen fließt, über den Acker fließt, über den Hang fließt, den Hang am besten noch mit runterrutschen lässt, je nachdem, wo man sich befindet. Das ist jetzt bei Köln weniger ein Problem, das ist in den Alpen ein größeres Problem. Und für den Boden und für die Natur, beziehungsweise für die Pflanzen, hat es nichts gebracht. Und für die Tiere übrigens auch nicht. Wäre auch noch so ein Knackpunkt, kommen wir noch dazu. So.
Also, die Niederschlagssituation war in den letzten 2 Augusten, würde ich behaupten, sogar noch deutlich dramatischer. Also sowohl 19 als auch 18, das weiß ich nicht genau und ich habe mir die Zahlen nicht genau angesehen. Aber was wir hier sehen, ist ja die erste Augusthälfte. Und wir haben in der ersten Augusthälfte, zumindest in Bayern, schon fast überall das Soll vom Niederschlag zu 75% mindestens erreicht. Teilweise sogar ein bisschen mehr. Siehe Kempten. Ja? Und auch in anderen Ecken. Und selbst in Dresden sieht es noch halbwegs gut aus in Anbetracht dessen, dass wir ja bloß die erste Hälfte vom August uns gerade angucken. Das heißt, Niederschlag ist da. Das Problem ist jetzt wirklich die Kombi aus nicht üppig Niederschlag, beziehungsweise in den meisten Ecken nicht üppig Niederschlag. Wer jetzt halt eben gerade dieses Starkregenereignis hatte, hatte schon üppig Niederschlag, aber nicht pflanzenverfügbar, beziehungsweise ökologisch nutzbarer üppiger Niederschlag. Und eben Hitze. Und das kann kurzfristig eben dann ein Faktor sein, der halt einem Baum, der ohnehin schon gestresst ist, der ihn jetzt in einen Zustand versetzt, in dem er gar keine Photosynthese mehr machen kann, all sein Wasser bei sich behalten muss und je nachdem, wie lange dieser Zustand andauert, im jetzt eh schon geschwächten Modus, kann das dann eben der Todesstoß sein, sozusagen. Ja, so ein Baum ist eine sehr resistente Pflanze und schwer umzubringen, aber sowas geht. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man einen Baum tot bekommt. Insbesondere bei Eiche. Ich zeige euch nachher mal ein paar Beispiele für Eiche. Da ist keine dabei, die jetzt kurz vorm Abnibbeln steht, ehrlich gesagt. Aber trotzdem einige doch deutlich geschädigte Exemplare. Die sterben normalerweise nicht allein an Dürre. Aber wenn Dürre plus Käfer plus ein anderer Käfer plus noch ein Käfer und noch ein Käfer und dann vielleicht noch ein Pilz und vielleicht noch ein Virus daherkommen, dann ist es für eine Eiche dann irgendwann auch zu viel. Dann sind es einfach zu viele schädigende Einflüsse, dass selbst so eine 300-jährige Eiche, das sind die Beispiele, die ihr da noch zu sehen bekommt, Entschuldigung, da war ich am Mikro, ja, dass auch da, also selbst sowas. So eine super, super alte und vitale und alles dominierende Eiche kann dann in solchen Situationen schon das Zeitliche segnen. Also hoffen wir, dass die Hitzewelle, die hat ja jetzt ein wenig nachgelassen, weiterhin nachlässt und dann die augustbedingte Sommersituation sich dann auch bald wieder verabschiedet. Ja, wir können jedes bisschen Kälte im Winter brauchen, wir können einen super nassen, super kalten Herbst gebrauchen. Der Winter, der müsste so richtig, dass im Idealfall kriegen wir so einen richtig, richtig, richtig kalten Winter, dass alles zufriert. Also so richtig kalt. Das wäre perfekt für die Natur. Das wäre ideal, damit auch mal die Borkenkäfer tatsächlich wirklich erfrieren. Das tun die nämlich nur, wenn es so richtig knallekalt ist. In den meisten Wintern tun sie es nämlich nicht. Und das sind so Sachen, die wir jetzt wirklich dringend benötigen, die wir wahrscheinlich nicht bekommen werden, aber man darf ja wohl noch mal träumen und sich ein Wetter bestellen, wie es einem gefällt. So, das, ach so, stimmt, ich wollte euch noch mit den anderen Daten zu den letzten Monaten nerven. Das machen wir noch kurz und dann gehen wir in den Wald. So, das ist die aus dem letzten Video. Da hat man genau diese Karte und da habe ich ja gesagt, eine Erleichterung, weil eben diese Niederschlagssituation dann vom 1. bis 19. Juni, mehr hatte ich da noch nicht, da war es halt noch nicht weiter fortgeschritten, die Zukunft. sah so aus und das sah ja grundsätzlich schon mal ganz gut aus. Das muss ich jetzt niemandem erklären, warum das gut aussieht. Ihr seht die Zahlen selber, zum Teil extreme Niederschläge. So, und diese Situation, die ist auch schuld daran, dass wir eine generelle Verbesserung der Dürresituation in den darauf folgenden Wochen und Monaten, ja, Monate ist ein bisschen viel, aber im darauf folgenden Monat zumindest mal gehabt haben. Und ja, das war was Gutes, definitiv. Dazu war es ja relativ kalt und diese Kombination hat eben die Verbesserung der Dürresituation grundsätzlich hervorgebracht. So, leider war es das aber dann auch schon mit den üppigen Niederschlägen, denn der Juli heißt der so, also der 7. Monat jedenfalls, ich schmeiß die beiden immer durcheinander, der sah schon wieder ganz anders aus, nämlich so. Und das ist jetzt schon wieder gar nicht mal mehr so doll. Andererseits für einen Juli und wenn man das mit 18 und 19, also Jahre 18, 19 vergleicht, dann
Ist auch gar nicht so scheiße, ne? Um es mal deutlich zu machen. Wir sehen übrigens auch schön, woher die aktuell gute Situation im Alpenvorland stammt, ne? Da sind die Niederschläge nämlich durchaus relativ hoch. Relativ hoch, immer noch nicht überdurchschnittlich, aber zumindest mal normal. Normal ist das neue Hoch. Das muss man bei uns wirklich ganz klar merken für dieses Jahr und wahrscheinlich auch für die folgenden Jahre. Wenn wir da schon allein normale Niederschläge haben, können wir uns schon glücklich schätzen. Und Schleswig-Holstein, Nordschleswig-Holstein, wo es ja auch gerade gemütlich ist hinsichtlich der Dürresituation, auch da gab es dann nochmal hohe Niederschläge. Ja. Also den Rest auf der Karte seht ihr selber und jetzt habe ich versprochen, wir gehen in den Wald. Das machen wir auch gleich. Dazu muss ich allerdings noch ein paar Kleinigkeiten kurz erwähnen. Ich hoffe, ich lasse die Karte einfach mal kurz eingeblendet, solange ist ja wurscht. Nämlich, ich zeige euch jetzt keine Extrembeispiele, wo der Wald gerade am Verrecken ist. Das müssen wir uns gar nicht großartig angucken. Ich habe schon ein paar geschädigte Bäume im Angebot. Ich habe auch ein paar tote Bäume im Angebot. Ich möchte aber tendenziell gerne ein bisschen ein positives, halbwegs hoffnungsvolles Bild malen. Ob es letztendlich das sein wird, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Das weiß niemand. Hier bei mir, wo ich jetzt rumlaufe und euch dann Bäume zeige, ist die Situation so, dass wir sehr gute Böden haben. Dazu bitte auch wieder den letzten Teil angucken. Da ging es dann mehr eben um die Tatsache, dass welchen Unterschied ein guter Boden im Vergleich zu einem schlechten Boden macht für die Wasserverfügbarkeit. Und da, wo wir jetzt rumlaufen werden, sind es immer gute Böden. Das meiste ist auf Löss. Wenn nicht, so Übergangsbereich noch mit Anteil Löss im entsprechenden Boden vorhanden, also Lösslehme und solche Sächelchen, das ist alles wirklich tippitoppi. Das hält das Wasser lange, wenn es da mal welches drin hat. Das nimmt das Wasser relativ schnell auf. Und es ist generell viel Platz zur Wasserspeicherung vorhanden, dass die Pflanzen da lange von zehren können. Trotzdem, es gibt ein paar Fälle, wo es nicht so schön aussieht, aber generell eine eher gute Situation. So, aber den Rest gucken wir uns wie gesagt draußen an. So, hier sehen wir eine Allee, auch aus Rosskastanie. Also alles ausnahmslos. Jeder Baum ist krank. Und ja, das ist schon, ich meine, wir haben jetzt Mitte August. Sie haben quasi keine photosynthetisch aktive Laubfläche mehr. Mag sein, dass die nächstes Jahr nochmal austreiben. Aber der Schaden ist gewaltig. Also bei der Rosskastanie. Wirklich, 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 wirklich gewaltiger Schaden. Gut, aber die ist nicht einheimisch. Und ja, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant in Anbetracht dessen, dass ja meine Reihe Zukunftsbäume ja auch so beliebt ist und die Leute ja wissen wollen, was ist der Baum der Zukunft und so weiter und so fort. Einfach mit fremdländischen Baumarten, die Dürre angepasst scheinen und aus einer warmen Gegend kommen, einfach so mal querbeet in die Landschaft setzen. Ja, das kann auch total in die Hose gehen, wie wir hier bei der Rosskastanie eben entsprechend sehen. Also die ist so gar nicht ein Zukunftsbaum. Ja? Und da sind alle heimischen Sachen da drüben im durchaus sehr, sehr, sehr intakten Waldbestand. Natürlich, der hat ein paar Dürreschäden, aber ihr Bestand an sich sehr intakt, sehr, sehr grün, alles gut. Also in dem Vergleich, das sollte man sich also schon auch im Hinterkopf behalten. Also so einfach ist es nicht, einfach fremdländische Baumarten aus wärmeren Regionen hierher setzen. Insbesondere wenn die dann schon lange da sind, kriegen die nämlich irgendwann auch spezifische Schädlinge, die sich dann auch mit ins neue Revier einbürgern. Und spätestens dann ist die Frage, ob eine Baumart, die bisher eigentlich ganz gut gewachsen ist bei uns, wirklich langfristig eine Chance hat. Ja? Und darum ist der aktuelle Stand der Wissenschaft und der Politik und zumindest das, was die Politiker sagen, was sie gerne umsetzen möchten, ob das passiert, ja, wir werden sehen, ist weiterhin womöglich mit standortheimischen Baumarten arbeiten, ja, mit anderen standortheimischen Baumarten zum Teil, aber erstmal heimisches und erst wenn heimisches nicht mehr geht, dann auf die Fremdländer zugreifen. Ja, das ist einfach immer ein Risiko. Weil auch bei sehr resistent scheinenden fremdländischen Baumarten, wie jetzt meinetwegen eine Robinie, die hat tolle Eigenschaften bisher. Aber wir wissen halt nicht, ob irgendwann nicht noch ein Schädling hinterherkommt, der mit der Tabula Rasa macht und dann sind sie alle wieder weg. Und deshalb ist es auf jeden Fall immer ein Risiko, wenn man mit Fremdländern, wenn die noch so gut wachsen, im großen Stil arbeitet.
Wir raten daher, also in der Forschung, grundsätzlich zu Versuchsanbauten, zu einer vorsichtigen Ausweitung der Anbaufläche, aber niemals zum neuen Fichten-Monokultur-Dingens. Ne? Das auf keinen Fall. So, hier haben wir jetzt den Metasequoia Glyptostroboides. Das ist jetzt aber auch ein typischer Parkbaum. Der kann sich im Wald konkurrenzmäßig nicht gegen andere Waldbäume durchsetzen. Aber ihr seht es selbst, steht da wie eine Eins, ist benadelt bis belaubt. Das ist so ein Zwischending zwischen Nadel und Laub. Der ist auch winterkahl, der wirft sie also auch im Herbst ab und wird schön gelb vorher. Der steht wunderbar da. So, und warum tut er das? Naja, das ist ein uraltes Ding. Na? Also dieses Exemplar jetzt nicht, aber die Art ist wahnsinnig alt. Das ist einer, der neben dem Ginkgo biloba, Ginkgo hat man schon mal gehört, ne? Ist der Metasequoia Glyptostroboides. Der hat keinen wirklich guten deutschen Namen, Urweltmammutbaum, blöder Name. Deswegen lieber Metasequoia. Der ist im Gegensatz, ist eben auch wie der Ginkgo quasi lange für ausgestorben gehalten. Der einzige Vertreter seiner Gattung und ein lebendes Fossil. Also wirklich, wirklich eine unglaublich alte Art, die so schon wahnsinnig lange existiert. Ja, und was ist der Vorteil, wenn du wahnsinnig lange existierst? Du hattest Zeit, dich anzupassen, insbesondere an Bedingungen wie Luftschadstoffe. Der hat jede Menge Vulkanausbrüche gesehen in seiner Jugend. Deswegen ist er an Schwefeldioxid und so einen Kram wunderbar angepasst. Das macht dem vergleichsweise wenig aus. Und zweitens, dann eben auch damit einhergehende Dürren verträgt er auch recht gut. Ja, das Holz ist nicht besonders wertvoll, der wächst nicht im Waldbestand, den kannst du nur als Parkbaum brauchen, er ist wirtschaftlich also wirklich nutzlos, aber er steht da wie eine Eins und zeigt jetzt einfach seine Erfahrung gewisserweise, ja, als Fossil. Wahnsinnig beeindruckend, die Dinger. Ich finde die wirklich toll. Ja, und dann haben wir hier jetzt noch eine Methusalem-Buche, die wiederum steht hervorragend da. Ja? Also da ist von unten gar nicht zu erkennen, dass die in irgendeiner Form irgendwas von 2018 und 2019 mitbekommen hätte. Man muss allerdings dazu sagen, das ist ein Ausnahmeexemplar. Ja? Das ist eine für Buchenverhältnisse wirklich uralte Buche. Die steht, ich weiß nicht, wie alt die ist, 200 locker, 250 vielleicht. Auch alles möglich bei den Dimensionen. Und in Anbetracht dessen, dass dieser Teil hier des Gartens durchaus auch entsprechend alt ist. Ne? Also 200 hat sie sicher, 250 könnte ich mir gut vorstellen. Die sieht natürlich toll aus, die dominiert hier auch absolut alles. Ja? Also was man an Laub in alle Richtungen mehr oder weniger sehen kann, gehört zu dieser Buche. Und ja, das ist ja auch die übliche Strategie einer Buche, einfach alles niederdominieren. Es ist auch bemerkenswert für so einen alten Baum, wie niedrig doch der Astansatz sitzt. Die ist ja noch viel höher. Also Kronenprozent, insbesondere wenn wir bei diesem Ast anfangen, der ja auch schon fast ein Teil der Krone ist. Kronenprozent ist ja circa 80, irgend sowas um den Dreh. Und das ist also einfach ein Zeichen für enorme Vitalität. Auch wenn sie selbstverständlich als so alter Baum Zeichen von Pilzen und Zeichen von Tumoren natürlich auch aufweist. Selbstverständlich. Also in so ein Alter kommst du nicht ohne ein paar Tumore zu haben. Was halt bei Pflanzen viel weniger schlimm ist als bei Tieren. Also da haben wir jetzt wieder ein Beispiel für eben die Buche schwächelt auch zurzeit. Ja, also in den meisten Waldbeständen hat die auch Schwierigkeiten. Ist ihr Ende schon super, super nah? Generell, ja, wird die Buche in nächster Zeit aussterben? Wäre sicher nicht. Das sicherlich nicht. Aber ja, sie verliert an Dominanz, so deutschlandweit. Das ist auch wiederum leider eine Wahrheit, die man auch anhand solcher Bilder wie diesem hier nicht ignorieren kann. So, und dann das hier, was hier so dunkel ist, das ist eine Linde.
Die ist jetzt wieder einheimisch natürlich und die steht auch da wie eine Eins. Also auch Linden sind durchaus relativ resistent gegen solche Dürreereignisse. Es ist eine Solitärlinde, die hat jetzt in dem Fall allerdings einen Vorteil dadurch, weil sie einfach sämtliches Wasser, was hier so fällt, für sich hat. Da macht ihr kein anderer Baum nennenswerte Konkurrenz. Zumal die anderen, die hier rumstehen, alles Flachwurzler sind und die Linde sehr tief geht. Ne? Also die Konkurrenz da hinten, das was da leuchtet, das ist ein richtiger Mammutbaum. Also Sequoia Dendron Giganteum, den Mammutbaum, den man als Mammutbaum kennt. Und der Metasequoia Glyptostroboides, das kann man hier auch schön auf der Wiese sehen, der hat sehr, sehr flache Wurzeln. Ja? Also für unsere Linde, die durchwurzelt wahrscheinlich alles im weiten Umkreis in der Tiefe. Sprich, wenn das Wasser ein bisschen runter versickert ist, dann ist es nur noch für die Linde da, die da drüben rumsteht. Und dementsprechend gut sieht die aus. Ne? Also das ist auch schon ziemlich bemerkenswert. Der Fairness halber, das hier ist ein Park. Das heißt, hier wird ein bisschen bewässert. Bei dem Wasserbedarf, den Waldbäume allerdings haben, ist ein bisschen bewässern bei weitem nicht ausreichend. Ja? Also es hilft ihnen schon, ja. Aber trotzdem kann man gut erkennen, wer hier dürreresistent ist und wer nicht. So, das hier hat jetzt zwar überhaupt nichts mit Bäumen zu tun, wollte ich aber trotzdem kurz darauf hinweisen. Wir haben hier natürlich Algenblüte noch und nöcher, ja? Also Cyanobakterien oder eben tatsächlich einzellige Algen. Das kann ich nicht sagen, was davon jetzt was ist. Dafür reicht bei mir meine Expertise nicht. Aber das ist einfach ein Zeichen für Nährstoffe, ganz viel Licht, ganz viel nicht bewegtes Wasser. Und das ist so einer der Hauptgründe, wenn nicht sogar der Hauptgrund, weshalb man niemals aus nicht bewegtem Wasser, es sei denn, man ist irgendwo, wo es super, 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 super kalt ist und das Wasser ist super klar und man kann überhaupt nichts von dem Zeug erkennen, dann würde ich es riskieren. Aber in den allermeisten Fällen bloß nicht auf die Idee kommen, eben aus nicht bewegtem Wasser zu trinken, denn da können Cyanobakterien in größerer Menge durchaus drin sein. Gerade wenn es ein Gewässer ist, das man kennt, das sich in der Nähe der Heimat befindet, sollte man halt mal im Sommer darauf achten, ob es Algenblüte irgendwann mal gegeben hat oder war ein Fisch. Und sobald es irgendwann mal Algenblüte gegeben hat, dann kann man sicher sein, dass da immer eine zu hohe Konzentration von dem Zeug drin ist. Und fast alle Cyanobakterien und photosynthetisch aktive Einzeller, die im Wasser leben, also nicht fast alle, aber auf jeden Fall genug, viel zu viel, um es zu riskieren, sind giftig. Und zwar in einem Ausmaß, dass hier auch schon wenige Schlucke von diesem Wasser zu durchaus schweren Gesundheitsschäden führen könnten. Ja, also das wäre wirklich, wirklich wichtig. Hilft ein Wasserfilter? Ehrlich gesagt, ja, tut er. Möchte ich es riskieren? Nein, möchte ich nicht. Ja, aber grundsätzlich, jeder auf dem Markt sich befindliche, halbwegs funktionierende Wasserfilter, ist scheißegal, wie viel Mikron der hat. Die Viecher, die hier eine Rolle spielen, sind alle relativ groß. Die werden da auf jeden Fall rausgefiltert. Der würde schon auf jeden Fall helfen und zur Not könnte man dann durchaus mal ausprobieren, ob man denn so ein Wasser gefiltert trinken kann. Wer es ausprobieren mag, darf es gerne machen und mir berichten, wie es ihm hinterher ging. Sollte er gestorben sein, bitte nicht berichten, dass ich gesagt habe, er soll es ausprobieren. Etwas, was eigentlich nicht so sein sollte, was man nicht so erwarten würde, ist der Zustand unserer Schwarzkiefer hier. Das ist also durchaus eine große, beeindruckende Schwarzkiefer, aber, ja, hier kann man es jetzt schön sehen, die hat einen nicht zu vernachlässigenden Anteil nekrotischer Nadeln. Ja? Also die sind braun und trocken und im Grunde tot. Und das ist was, was man wirklich nicht vermuten würde, bei einer Schwarzkiefer, die als hochgradig Dürrespezialist und dürreresistent gilt. Schwarzkiefer ist nach Literatur eine Baumart, die du dann anpflanzt, auch wenn die normale Kiefer versagt, also die Waldkiefer, ja, Pinus silvestris. Wenn Pinus silvestris nicht mehr will, dann kommt Pinus nigra ins Spiel. Und hier haben wir eben ein Exemplar von Pinus nigra, das
ich sage jetzt nicht schlechter performt als Pinus sylvestris. Pinus sylvestris haben wir hier nämlich nirgendwo eine. Deswegen habe ich keine Vergleichsmöglichkeit. Aber erstaunlich schlecht eigentlich dasteht. Und das, obwohl da drüben ein Bächlein fließt. Also ein gewisser, ne, das ist so ein großer Baum, dass man da schon eigentlich denken könnte, dass die schafft, ein Wurzelchen in den Einflussbereich vom Bächlein zu bekommen. Zugegeben, das Bächlein ist jetzt nicht unglaublich üppig, aber das sollte doch eigentlich einen positiven Effekt haben. Und dafür sieht die bemerkenswert schlecht aus. Sie hat sich inzwischen wieder erholt. Zwischendurch sah sie mal noch schlechter aus. Aber ja, ne, es ist einfach komplex. Man steckt nicht dahinter, man kann es nicht immer absehen. Und insbesondere eben bei fremdländischen Baumarten, das ist auch eine fremdländische Baumart, da steckt man nicht dahinter, wenn die richtig, richtig alt werden. Und das ist auch ein richtig, richtig altes Exemplar. Die Langzeitauswirkungen, Sachen irgendwo hinzupflanzen, die da natürlich niemals vorkommen würden und nicht aufs Ökosystem angepasst sind, die kennen wir einfach nicht. Die müssen nicht schlimm sein, müssen sie gar nicht. Sie können aber eventuell wirklich eine Rolle spielen, die wir noch nicht beurteilen können und noch nicht wissen. Und die uns dann möglicherweise eben auch eine sehr unschöne Überraschung bescheren kann. Also nochmal, erstmal heimisches Zeug und gucken und dann nebenher als Versuchsanbau dann auch gerne fremdländische Arten, aber erstmal nicht übertreiben. So, hier haben wir noch einen Spezialfall, den möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Und zwar, dieser Baum sieht scheiße aus, wie man hier sehen kann. Aber er hat hin und wieder noch so grüne Bobbeles, die wiederum ganz gut aussehen. Und was ist das? Ja, das ist Virbum album, glaube ich. Wenn ich das noch richtig zusammenkriege, die weiße Mistel. Das ist so die häufigste heimische Mistel. Und eine Mistel ist ja ein Halbparasit. Heißt, die klaut zwar keinen Zucker, den macht sie schon selber, was sie aber klaut, ist Wasser. Und was dem Baum hier fehlt, ist entsprechend Wasser. Das ist übrigens ein Rotahorn aus Amerika, ist auch wieder nichts Einheimisches. Und auch der hatte eigentlich im Grunde nur im Park eine Existenzgrundlage, dass der halbwegs wachsen könnte. In Anbetracht dessen, dass er aber so stark parasitiert ist von der Mistel, da kann man auch schön sehen, nicht einheimische Art, ne? Nicht angepasst an einheimischen Parasit. Hat der im Grunde keine Chance. A. Trockenheit, B. Mistel, der wird früher, später wahrscheinlich auch das Zeitliche segnen dadurch. Und er ist schon deutlich, deutlich parasitiert. Insbesondere hier schön zu sehen an diesem Riesenexemplar. Das ist dann genug. An dieser Größenordnung stellt die Mistel definitiv einen Schadfaktor dar, der die Vitalität des Wirtes doch deutlich reduziert. Das ist nicht im Interesse der Mistel, die braucht ihren Wirt ja, anders kommt die ja gar nicht an Wasser. Wenn der Wirtsbaum also abstirbt, dann wird die Mistel früher oder später auch absterben, denn eine eigene Wurzel zum Boden ausbauen kann sie nicht. So, hallo, und jetzt haben wir da wirklich jetzt auch mal einen Wald und dann gibt es mich auch mal zu sehen. Kurz, danach eigentlich nicht mehr, weil ich im größten Teil auf dem Wald draufhalten werde und weniger auf mich. Erster Eindruck, sieht gut aus, ne? Ja, tut es tatsächlich. Wirklich ein fürs Verhältnis dessen, wie die meisten Wälder zurzeit aussehen, ist der Wald bei mir hier am Haus wirklich, wirklich gut weggekommen. Diese Fassade, dieser Waldmantel, zum Teil auch so halbwegs intakt. Gut, das Waldmantel könnte ein bisschen schöner sein. Das sieht schon erstmal ganz gut aus, ne? Und wenn man dann hier mal ein bisschen den Wald entlang filmt, da sieht man spontan auch erstmal keine toten Bäume. Und das ist schon mal was Gutes, ne? Und ich wollte euch ja einfach auch wirklich jetzt ein bisschen zeigen. Ich denke, ihr habt sie gesehen, die Bilder von wirklich komplett toten Wäldern. Mann, immer diese Käfer zurzeit und Flugviecher und Stechviecher und so weiter. Die habt ihr gesehen, wenn nicht, vielleicht habt ihr so ein Ding auch gleich selber bei euch irgendwo um die Ecke. Und das muss ich niemandem, glaube ich, zeigen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht muss. Stattdessen schauen wir uns mal einen Wald an, der Hoffnung macht, der Potenzial hat, der auch wirklich so bewirtschaftet wird, wie sich das gehört, wie man sagen kann, das ist ein Wald,
da braucht man sich jetzt keine allzu großen Sorgen entsprechend drüber machen und drum machen. Und genau, das ist jetzt so das, was wir uns mal anschauen werden. So, dieses Waldbild hier, das war mal, bevor Lothar kam, also vor 20 Jahren, war das ein kleiner Fichtenbestand. Es ist noch ein ganz winziger Rest Fichte da und 2 bis 3 von denen sehen inzwischen so aus. Und das ist halt einfach ein Bild, an das man sich gewöhnt hat, denke ich, an das man sich weiter gewöhnen wird müssen, wenn eine Baumart sich relativ schnell verabschiedet zurzeit, dann ist es die Fichte auf Platz 2, die Kiefer und beides besonders in Monokulturen. Eine lebt noch, die hat ein winziges Krönchen, ganz miserable Kronenprozent, ansonsten kahler Stamm. Das Ding ist alles andere als vital, die ist also schon deutlich geschädigt und wie lange es die noch macht, ob sie nächstes Jahr noch dasteht, also in lebend, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es bleibt abzuwarten. So, Eiche, das ist hier der zentrale Baum, der da so ein bisschen ins Licht... Ach Mann, diese scheiß Käfer überall, der hier so ins Licht ragt. Das ist, ja, auf keinen Fall eine gesunde Krone. Ja? Die sollte schon noch etwas dunkler, etwas mehr Laub enthalten, einfach dichter sein vor allen Dingen. Ich kenne leider nicht die genaue Tabelle, mit der man exakt sagt, wie viel Laubverlust eine Eichenkrone jeweils hat. Aber grob 40% fehlt bestimmt. Tendenziell vielleicht eher etwas mehr. Das ist schon offiziell eine schwere Schädigung, ja. Wird diese Eiche überleben? Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Aber zu kämpfen hat sie. Ja, das ist schon so. Da drüben mal eine alternative Baumart. Da haben wir eine Pappel stehen. Also das da hinter der Fichte. Hier. Die schaut eigentlich noch ganz gut aus. Pappeln sind nicht besonders trockenheitsresistent. Warum die jetzt besonders noch relativ gut ausschaut und wird die überleben? Ja, muss man sich um die Sorgen machen? Nein, wäre es wahnsinnig schade, wenn sie umfällt. Wahrscheinlich auch nicht besonders, aber ja, der geht's noch vergleichsweise gut. Er hat halt schon auch eine ordentliche Wurzel. Sie ist was Heimisches. Sie ist standortheimischer als die Fichte. Ne? Und das ist grundsätzlich schon mal nichts Verkehrtes. So, und jetzt ist es schon abends und die Kamera hält das ein wenig auf, aber im Grunde ist das hier ein richtig dunkler Waldbestand. Wir gucken jetzt gar nicht mal in die Kronen und wollen gar nicht wissen, ob die Kronen geschädigt sind oder nicht, sondern wir wollen einfach nur mal unten reinschauen, hier rein. Und dann sehen wir dunkel. Und dunkel ist gut, weil dunkel bedeutet Schatten und Schatten bedeutet kühl. Und wann immer man bei heißen Tagen hier in den Wald reinläuft, ne, da hinten ist schon der Ausgang, ich bin also nicht tief drin, dann stellt man sofort fest, kühl. Ja? Also deutlich kühler. Es ist nicht nur einfach, man ist mal eben aus der Sonne raus kühl, sondern es ist wirklich eine richtig spürbare, deutliche Abkühlung. Und das haben wir der Tatsache zu verdanken, dass wir es hier mit einem richtig dichten Wald zu tun haben. Ja? Da kommt nicht viel Licht durch. Die Kamera zeigt jetzt, gerade das, da ist eine Kamera gerade besser als das bloße Auge, weil die das Licht viel deutlicher zur Kenntnis nimmt und den Hell-Dunkel-Kontrast viel besser anzeigt, als man das mit dem bloßen Auge sehen kann. Und was hier so überzeichnet als Licht dargestellt ist, das ist in Wahrheit halt einfach wirklich so gut wie nichts. Das ist ein extrem dunkler Wald und wollte ich jetzt hier ein Foto machen, filmen geht noch einigermaßen, das würde wahrscheinlich schon scheiße aussehen. Da bräuchte ich schon fast ein Stativ, weil das hier schon so duster drin ist. Geht schon fast nicht mehr. Ja, und das ist was Gutes. Weil was da an Wasser am Boden ankommt, das bleibt da auch lange, lange, lange drin. Und da ist die Verdunstung stark gehemmt. Und dann kann auch so eine Dürreperiode, wie wir sie jetzt hatten, eben mit der ersten Augusthälfte, die kann so einem Wald viel, 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 viel weniger anhaben. Viel weniger, als einem, der halbwegs Licht auf dem Boden lässt. Ja? Also, für einen klimastabilen Wald ist die oberste Prämisse, der muss dunkel sein.
Also wenn man überhaupt irgendeine oberste Prämisse sagen kann, aber nach Möglichkeit wirklich schön dunkel. So, von hier kann man jetzt in unseren dunklen Wald, gerade der von eben, hier mal ein bisschen die Kronen sehen. Die sind nicht super, ja? Aber die sind auch weit davon entfernt, so richtig, richtig scheiße auszusehen, um es mal deutlich zu sagen. Ja? Also diese Bäume, die könnten mehr Laub tragen, sicher. Ja. Aber die sind in Anbetracht der Umstände, sehen die zwei wirklich in Ordnung aus. Ja? Und die profitieren eben davon, dass es unter ihnen, ihr seht auch, die Kamera muss gleich umstellen, einfach ein sehr dichter Bestand ist, sehr dunkler Bestand. Und da hast du einfach, was an Feuchtigkeit drin ist, das ist da dann auch drin. Ja? Wenn du unten drunter stehst, kannst du auch den Kronenzustand nur schlecht einschätzen. Was ich euch aber alternativ zeigen kann, ist leider diese Eiche hier. Und die steht eben nicht im Dunkeln. Ne? Deren Boden ist schön hell, deren Umgebung. Also da, wo sie ihr Wasser rauszieht, das kriegt wirklich, wirklich Licht ab. Ne? Ihr seht ganz viel Himmel. Da hinten auch relativ viel Himmel. Da ist ein bisschen Bäumchen dazwischen, aber auch hier Himmel, Himmel, Himmel. Ne? Also die kriegt viel Licht ab. Und das muss nicht zwingend jetzt unbedingt nur daran liegen, ja, dass die keinen schützenden Unterbau über dem Boden hat, dass die jetzt nicht so doll aussieht. Aber Tatsache ist, die sieht echt nicht doll aus. Ja, so gar nicht. Seht ihr, da sind tote Äste. Die kann man relativ einfach erkennen und auch als Laie, wenn man komplett tote Äste hat, dann ist die Situation durchaus wirklich weit weg von optimal. Ja. Einen ganzen Ast absterben lassen bedeutet, der Baum hat wirklich Probleme. Ja, das ist schon alles. Mehr Krone ist da nicht vorhanden, das sieht echt nicht gut aus. Ja, das ist also schon wirklich, wirklich eine schwere Schädigung. Ja, zum Vergleich, das da hinten, das ist jetzt nochmal eine völlig in Ordnung, gemäß der Umstände, eine in Ordnung Situation. Zwar hat der Baum auch keinen tollen Unterwuchs, wo er irgendwie Schatten hätte und so weiter, aber der ist ein bisschen besser verwurzelt, der steht ein bisschen besser da und das ist dann das nächste, kleinräumige Unterschiede, ja. Also es mag sein, dass drei Bäume weiter die Situation wirklich viel, viel, viel besser ist als für dieses Exemplar hier. Das kann schon mal vorkommen. Und daher ist es immer so schwierig zu sagen, was ist jetzt die Ursache, warum der eine Baum schwächelt und der andere Baum nicht. Zum Vergleich. Man beachte diese mächtige Tanne, also wirklich mächtige Tanne. Ja, das ist ein ordentliches Ding. Das ist wirklich ein Baum. Da kann man einen gewissen Respekt vorhaben. Die steht da wie eine 1 gefühlt. Ja, also das ist wirklich eine Top-Situation. In Anbetracht dessen, dass wir das Jahr 2020 haben, ist die einfach nur beeindruckend. Und das ist halt aber eine Tanne. Ja? Tannen sind trockenheitsresistent. Ziemlich trockenheitsresistent. Und Tannen werden auch sehr weit vorne auf der Liste der zukunftsfähigen Baumarten geführt. Vor allen Dingen der heimischen zukunftsfähigen Baumarten. Mit tollem Wachstum, tollem Holz, alles toll. In der Jugend ein bisschen empfindlich, ein bisschen schwierig zu kultivieren. Aber grundsätzlich ein wirklich, wirklich großartiger Baum. Tanne hat so Potenzial, zu meinem neuen Lieblingsbaum zu werden. Also wirklich ein Prachtexemplar. Ne? Und hier kurz danach, das ist die Eiche, die ich euch eben als sieht scheiße aus gezeigt habe. Ja, hier. Auch ein Problem sind solche Pflanzungen, weil die Bäumchen hier, die sind ja noch jung. Und ein junger Baum hat keine große Wurzel. Und wenn man keine große Wurzel hat, dann reicht die Wurzel natürlich auch nicht besonders tief. Und dann kann es schon schnell sein, dass einem das Wasser ausgeht, weil das Wasser nur noch in den tieferen Schichten vorhanden ist. Was das angeht, ist 2020 jetzt inzwischen nicht mehr so dramatisch gewesen wie 2018-19. Denn was 2018-19 schon kein Wasser mehr bekommen hat, das ist jetzt schon tot. Und was jetzt 2020 noch übrig ist, das hat 2020 bessere Karten als die letzten Jahre davor und offensichtlich ist es ja noch da. Hierbei handelt es sich um Hybridnuss. Ne? Das ist eine Kreuzung aus Schwarz- und Walnuss. Extrem wertvolles, sehr klimaangepasstes, sehr dürreresistentes Zeug. Ganz was Spezielles und steht hervorragend da. Ja? Dem hat die Dürre
gefühlt gar nichts anhaben können. Das Wachstum wäre wahrscheinlich etwas schneller gewesen ohne Dürre, aber auf jeden Fall eine großartige Entscheidung vom zuständigen Förster hier, auf die Hybridnuss zu setzen, dass die die komplette, in dieser jungen Phase, alle 3 Jahre jetzt, so gut überstanden hat, muss ich echt sagen, bin ich überrascht. Ja, das hätte ich nicht erwartet. Wirklich nicht. Sieht gut aus. Thema Zukunftsbäume. Das hier sind Douglasien, ne? Die beiden dicken. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht immer noch gut aus. Sieht von unten wirklich sehr gut aus, von der Ferne auch. Hier könnte ein bisschen mehr Krone da sein, ist aber wirklich noch im Bereich akzeptabel bis okay. Die da drüben, die hat jetzt im unteren Bereich ihrer Krone, da könnt ihr das sehen, da sind ein paar tote Äste. Da hat es ein bisschen Nadeln gelassen, auf jeden Fall. Der links hier raushängende Ast könnte auch deutlicher benadelt sein. Ja, da gibt's schon ein paar Issues, wie es der Engländer sagt. Aber die stehen noch ganz ordentlich da. Ja, da muss man sich also derzeit um die wirklich auch keine größeren Sorgen machen. Große Zuwächse werden die auch nicht gehabt haben, aber vital sind sie auf jeden Fall noch. Auch das Exemplar hier im Vordergrund, ja, das sieht echt in Ordnung aus. Ha. Ich gucke gar nicht immer so viel auf die Vitalität der Bäume, wenn ich hier so normalerweise durchlaufe. Einfach weil man will auch nicht unbedingt immer sich damit auseinandersetzen, wie gesund oder eben geschädigt die jeweiligen Bäume sind. Das macht nicht immer Spaß. Ne? Also das ist schlicht einfach was, wo ich in einer luxuriösen Situation bin, dass ich mir das nicht jeden Tag angucken muss. Die Kollegen Förster, die müssen es wirklich jeden Tag über sich ergehen lassen, müssen sich das auch regelmäßig anschauen und haben das Elend die ganze Zeit vor Augen. Da bin ich wirklich in der luxuriösen Situation, dass ich das auch mal zwischendrin ausblenden kann. Aber jedenfalls die Douglasienbestände, das sieht gut aus. Dieses Ding sieht hervorragend aus. Ja, also wir haben hier auch wirklich einen Bestand alter, richtig knorriger Bäume, mitunter mit dicken Fett Efeu dran. Das muss man sich auch sehr überlegen, ob man so einen Efeu-Bewuchs zulässt. Ne? Das sieht natürlich toll aus jetzt im ersten Moment, so in Richtung Märchenwald. Und ihr seht, der ist auch wirklich noch intakt. Da hat jetzt keiner mit der Motorsäge den Efeu irgendwo gekappt und der hängt nur noch dran, sondern der darf da schon noch wachsen. Kastanie haben wir hier. Die Edelkastanie, die essbare Maroni-Kastanie, wenn man so möchte. Die sehen zum Teil auch noch ganz gut aus. Die sind ja auch durchaus Trockenheit gewöhnt, kommen ja aus dem Mittelmeerraum. Momentan sieht es so aus, als könnte man mit Kastanie, jetzt als Zukunftsbaumart würde man es sicherlich nicht bezeichnen, aber die wird uns nicht verloren gehen. Ja, und diese Eiche hier. Es ist einfach schön, wenn man auch mal wieder Eichen sieht, die echt noch richtig gut aussehen, wie dieses Exemplar. Das ist einfach schön, ne? Weil Eiche macht uns sehr viel Sorgen, uns Forstleuten. Ganz, ganz viel Sorgen, ob es mit der Eiche in Zukunft, wo es mit der Eiche noch weitergeht. Ja, hier jedenfalls schon, aber die Eichenanbaufläche, die nimmt wirklich ab, die potenzielle. Aber dann tut es umso mehr gut, wenn man dann auch solche Eichen hier finden kann, die echt noch gut im Saft sind. Wirklich ein schöner Baum. Ja, auch wenn hier jetzt mal ein bisschen Licht natürlich durchkommt, ihr seht da hinten alles dicht, da möchte man nicht durchschleichen. So muss ein guter Wald aussehen. Ja, so muss ein Wald aussehen, wenn der klimastabil sein soll. Das übersteht die Dürre. Ja? Genau so muss es aussehen. Also, wenn man jetzt mittendrin stehen würde, dann wäre es natürlich etwas eindrucksvoller. Aber ich muss gucken, dass ich irgendwie euch zeige, was ich euch zeigen will. Das Licht geht nämlich langsam. Ja, ihr seht, da oben in dem Baumkronen ist noch schön hell. Hier unten wird es langsam schattig. Deshalb bin ich ein kleines bisschen unter Zeitdruck. Sonst wäre ich da jetzt sogar reingestapft. Wir stapfen gleich woanders noch rein. Zum Vergleich, so sollte es nicht unbedingt aussehen. Das hier ist keine Katastrophe, wirklich nicht. Aber besonders hervorstechender, besonders Wasser im Bestand haltender Anblick ist das hier jetzt auch nicht. Ne? Es gibt nirgends gibt es Waldbestände, in denen man nicht, wenn man danach sucht,
auch mal für irgendwas ein Negativbeispiel findet. Das gibt es einfach nicht. Ja, gerade im Forst ist es ganz, ganz wichtig, dass einem klar sein muss, Perfektion ist nicht. Dafür ist es einfach zu unterschiedlich, mit was man hier arbeiten muss. Die Wachstumsbedingungen zu unterschiedlich. Wenn man den Wald ganz sich selbst überlässt, sieht das auch so aus. Dass man Bereiche findet, die sehen so aus. Es gibt Bereiche, die sehen ganz anders aus. Und Diversität und Strukturvielfalt in Waldbeständen ist auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Deswegen ist es auch gar nicht wünschenswert, dass der gesamte Wald grundsätzlich immer so ein Dickicht ist. Wie das da hinten, ja, also gerade dann noch ein Stückchen weiter rein, dann wird das immer dichter. Kleinräumig darf es und muss es und soll es absolut auch mal so aussehen. Das ist dann schon in Ordnung. Ne? Also das hier sind noch Reste von Nadelbaum-Plantagenwirtschaft, alter Schule, da hinten vor allen Dingen. Reste davon. Ja, viel gibt es davon überhin nicht mehr. Der Laubholzanteil hier im Wald ist massiv höher als Nadelholz. Da muss man immer ein bisschen nachsuchen. Vorbildliche Forstwirtschaft und eben Reste. Ja, Reste der alten. Damals mag es vielleicht Sinn gemacht haben, aber der alten, heute nicht mehr zeitgemäßen, heute nicht mehr den Ansprüchen genügenden Forstwirtschaft, die wir hier noch sehen. Es ist übrigens keine Lösung, einfach alles umzuhauen und dann frischen Wald hinzusetzen, sondern dem Motto, ach, das ist nicht mehr zeitgemäß, dann hauen wir es einfach um. Man möchte dann schon noch gucken, dass das so lange stehen bleibt, wie es sinnvoll ist und baut dann schonend und langsam einen neuen Waldbestand da auf. Schonend und langsam ist jetzt ein bisschen blöd, weil im Grunde wäre hinsichtlich des Tempos, wie die Veränderungen derzeit am Klima voranschreiten, wäre ein schnell und rabiat wahrscheinlich erfolgsversprechender als schonend und langsam. Aber wir reden hier von Wäldern. Wälder sind nun mal langsam. Kommt drauf an. Ne? Also auf Sicht des Waldes ist ein Wald vielleicht super schnell. Das weiß ich nicht, wie, was für ein Tempo so ein Wald denn so bevorzugt. Aber ja, aus Sicht von uns kurzlebigen Wesen ist das alles ein sehr langsamer Prozess. Ja, kommt auf die Sichtweise an. Kurzes Statement zwischendurch, dass ich jetzt die Begriffe Forst und Wald im gleichen Satz quasi durcheinander würfle. Das liegt nicht daran, dass ich nicht den Unterschied zwischen beiden kenne, sondern das liegt vor allen Dingen daran, dass Forste wie dieser schon extrem nah dran sind am Wald. Hier nicht so sehr, da drüben auch nicht so sehr. Aber manches, was wir schon gesehen haben und vor allen Dingen, was wir jetzt gleich noch sehen werden, ich hoffe, das Licht reicht noch, sonst muss ich morgen wiederkommen, das sind schon Bilder. Da kannst du fast nicht mehr von Forst sprechen. Es ist ein Forst, aber der Unterschied zum Wald verschwindet immer mehr. Je naturnaher die Waldbewirtschaftung, Forstbewirtschaftung, je nachdem, wie man das dann nennen möchte, entsprechend ist, desto besser erstens und zweitens, es ist halt einfach möglich, dass man A, Ressourcennutzung hat und B, ein wirklich natürlich ist jetzt übertrieben, aber naturnahes Ökosystem, das dem Maximum an Natürlichkeit schon so nahe kommt, dass erstens für den Betrachter fast kein Unterschied mehr erkennbar ist und die Biodiversitätsdienstleistungen, die so ein Forst bereitstellt, sind denen, die ein ja, urwaldartiger Bestand, Urwälder haben wir keine mehr in Deutschland, liefert, nicht ganz, es ist nicht identisch, aber schon wirklich sehr, sehr nah dran, sehr, sehr nah dran. Und trotzdem kriegt man noch Ressourcen, nachhaltige, nachwachsende Öko-Ressourcen, ja? Die Ressourcen der Zukunft, was, wenn nicht Holz, aber das habe ich schon häufiger gesagt. Also mir persönlich wäre es wirklich wichtig, dass wir nicht auf die Idee kommen, aus falsch verstandener Romantisierung der Natur zu sagen, grundsätzlich muss sämtliche Natur sich selbst überlassen werden. Mit was wollt ihr denn bauen? Beton, Plastik, Stein, Sand, keine Ahnung. Aber irgendeinen vernünftigen Ökobaustoff, den brauchen wir halt nun mal. Und nach aktuellem Stand der Technik ist das Holz. So. Das nochmal so als kleines Statement zwischendurch, aber das sage ich häufiger. Das könnt ihr auch unter anderem in anderen Videos hören.
Das tut zwar nichts zur Sache, aber das hier ist unser wachsender Stein. Das ist der größte Stein hier weit und breit. Und ich beschwere mich ja immer, dass es in meinem Wald keine Steine gibt. Ja, das liegt daran, dass die alle hier landen. Grrr. Ich muss sie mal irgendwann einsammeln und wieder zurückverteilen, so über die Fläche, damit ich hin und wieder auch mal einen Stein finde. Nö, das ist wirklich einer der größten Findlinge, die wir hier in der Gegend haben. Viele sind es nämlich gar nicht. Deswegen sticht er schon so ein bisschen hervor. Ich finde das cool, seit das Steinmännchen draufstehen. Ist noch gar nicht so lange. Muss mal irgendjemand auf die Idee gekommen sein. So, Licht, wie man sieht, ist noch da. Reicht gerade noch. Ich schaff's also, das noch zu zeigen, was ich unbedingt noch zeigen wollte. So, hier sind wir so in einem meiner Lieblingsbestände. Tanne, 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 Tannenverjüngung überall. Warum Tannenverjüngung überall? Naja, weil Tanne, okay, hin und wieder gibt's auch mal eine Fichte. Muss auch sein, ist in Ordnung. Für Einzelfichte ist auch wirklich was, da muss man auch mal lieb zur Fichte sein, ja. Die ist ja nicht nur scheiße, die ist vereinzelt. Gerade vereinzelt und nicht als Monokultur ist die durchaus eine Alternative, ne? Beziehungsweise ist sie weiterhin überlebensfähig. Eine Alternative in dem Sinne, dass man jetzt wahnsinnig viel Fichte pflanzen muss. Nein, immer noch nicht, ja. Beziehungsweise nicht mehr, aber ist nicht so, dass sie jetzt wirklich rigoros wie Unkraut aus dem Wald gerupft werden müsste. Ja, wir haben hier jedenfalls schön schattertragendes Nadelholz im Unterstand. Wir haben mächtige Laubbäume in der Krone. Wir haben aber auch durchaus Nadelholz in der Krone. Ne? Siehe hier, da steht zum Beispiel eine Alttanne. Und das Potenzial solcher Tannen, Eichen, Buchen, Ahorn, Mischwälder mit wirklich viel, viel, viel Arten. Das ist so wirklich der Archetyp eines Waldes, wie er klimastabiler fast schon nicht sein könnte. Ja? Nicht die Robinienplantage, auch wenn die tatsächlich wahrscheinlich auch relativ klimastabil ist. Sowas hier. Das ist ein Wald, wie man ihn sich wünscht. Das ist ein Wald, wo das Försterherz und das Forstwissenschaftlerherz sowieso. Ne? Also dann das versteht man immer wieder falsch. Ne? Wenn ich Förster sage, das ist so üblich. Jeder Waldmensch nennt sich halt in Kurzform Förster. Das ist halt Blödsinn, wenn du jedes Mal sagen musst, Forstwissenschaftler, Waldökologe oder sonst wie. Wir kürzen uns halt intern als Förster ab. Ich bin ja kein Förster in dem Sinne. Ne? Aber das ist halt Slang. Und wenn ich Försterkollege sage, dann meine ich tatsächlich einen Förster, der als Waldmann, ne, natürlich auch ein Kollege, klar ist. Wir sind ja alles, wir stecken ja alle im selben Wald letztendlich. Mit kleinen Unterbrechungen zwischendrin, Autobahn, Stadt, Feld, aber ist trotzdem alles ein Wald. Ja, das sieht gut aus, ne? Ich gehe da noch ein bisschen rein. Und obwohl das hier ein stinknormaler Wirtschaftswald ist, gibt es hier natürlich auch Totholz. Ja, das muss ja nicht ein Widerspruch sein. Einen gewissen Anteil von Totholz für diverse totholzbewohnende Arten kann man auch wunderbar im Wirtschaftswald integrieren. Natürlich kann der Anteil nicht so hoch sein wie in einem Nationalpark, in einem Urwald von morgen, irgendwas, das Urwald werden soll. Aber geht schon. Es ist ja nicht die Frage, ob entweder oder, sondern eher mehr die Frage, wie viel? Ja? Wie viel zusätzliche Biodiversität wollen wir uns in einem Forst leisten? Da geht relativ viel, dass der noch produktiv bleibt. Ja? Also man kann ganz, ganz lange an der Stellschraube drehen, bevor man sagen muss, Holznutzung muss verboten werden, wenn man dann noch mehr Biodiversität haben möchte. Ich behaupte ja gar nicht, dass ein urwaldartiger Bestand nicht noch mal ein bisschen mehr zu bieten hätte als ein Nutzwald. Aber es gibt da wirklich ein großes, großes Potenzial für Kompromisse. Schaut euch das mal an, das ist doch herrlich, ne? Das sieht doch wirklich großartig aus. Also alles, was recht ist. So, leider die Schattenseite des Ganzen. Obwohl das hier so angepasst ist, wie es geht, gibt es auch hier, da hinten könnt ihr das sehen, vereinzelt auch mal einen braunen Baum, ja? 2018, 19, das ging nicht spurlos hier dran vorbei. Da sind auch einzelne Tannen tatsächlich eben geschädigt worden, haben Schäden erlitten, konnten nicht mehr ganz mitmachen. Und was wir da hinten haben, ist tatsächlich mal ein Käferloch in der Tanne. Da stehen ein paar Dinger beieinander.
Die sind jetzt vertrocknet, aber daran ist eben nicht allein das Klima schuld, sondern eben auch ein Schädlingsbefall. Und das hatte ich ja schon gesagt beim Voice-Over-Teil. Wenn Schädlinge plus Trockenheit zusammenkommen, dann kann auch eine an das eine angepasste, aber vielleicht nicht so gut an das andere angepasste Baumart wie die Tanne, also Trockenheit ist ganz okay, Schädlinge dann weniger, die kann dann da auch schon durchaus mal Schwierigkeiten kriegen. Was aber nicht heißt, dass, weil wir jetzt da hinten ein paar tote Tannen haben, ich gehe gleich nochmal gucken, dass der ganze Wald hier in Gefahr ist. Guckt euch das an, hier brummt es wahnsinnig. Und wir haben hier diesen wunderbaren, auch noch stehenden Toten, ja, Standing Dead. Viel besser als The Walking Dead. Mit denen kann man nicht wirklich was anfangen. Die Standing Dead sind ökologisch höchst wertvoll. Und nebendran eine Vitala kann es kaum sein. Vorzeigetanne mit Benadelung noch und nöcher bis unten hin. Ja? Also alles geht. Das ist einfach auch ein natürlicher Prozess. Und wenn wir das in unsere normalen Forste integrieren, ja, warum denn nicht? Das gehört halt in den Wald, dass auch mal jemand stirbt. Ja? Sterben, ganz wichtig, muss man wirklich verinnerlicht haben. Sterben ist ein elementar wichtiger und extrem häufiger und total normaler Prozess in der Natur. Ja? Also, je länger ich mich mit der Ökologie beschäftige, desto, ich sag mal, lockerer wird mein Umgang mit dem Thema Tod, weil der einfach so normal und so dazugehört und auf Ökosystembasis so egal ist, beziehungsweise was nicht egal, der ist wichtig, der ist nützlich, der ist toll. Aber eins ist er meistens eigentlich fast gar nicht, nämlich super dramatisch und schlimm und furchtbar und schreckenerregend. Meistens. Ja. Der eigene, den möchte man vielleicht nicht unbedingt haben als Wesen, das sich über dieses Ding bewusst ist. Dass es halt irgendwann mal unweigerlich ins Gras beißen wird. Aber hier kriegt man da einfach irgendwann wirklich eine relativ lockere Einstellung zu dem Thema. Weiß ja nicht. Aber ich glaube, das ist auch relativ weit verbreitet unter uns Ökologen. Ja, da haben wir sie, die toten Tannen. Sind, glaube ich, 4, 5. Eine sechste, eine siebte mag noch dazukommen. Ja, und damit haben wir dann hier ein, ich darf ja immer nicht Loch sagen, dann schimpft mein Waldbauprofessor, aber wir haben hier trotzdem ein Loch im Wald, dann entsprechend, wenn die jetzt komplett ihre Nadeln verloren haben, früher oder später auch umfallen. Ist auch nicht schlimm, dass man hier jetzt nicht gesagt hat, man fällt die frühzeitig, sobald man merkt, dass da irgendein Käfer drin ist, weil man hätte es zu spät gemerkt. In so einem Bestand hier, in so einem vielfältigen und diversen, kriegst du das einfach nicht mit. So, und jetzt das Gute, was wir hier dran jetzt sehen können, auch wenn es erstmal schade ist, dass auch Superbaumtanne nicht zwingend immer bei großer Trockenheit überleben muss. Das Tolle, was wir hier sehen, ein Käferloch in der Tanne, das sieht so aus. Ja? Und man hat nichts gemacht und es bleibt auf dieses Loch begrenzt. Die Tannen hier drumherum sehen schon wieder super gut aus. Da sind mitunter richtig, richtig, richtig vitale Teile dabei. Alles gut, alles safe. Ja, das war's. Das breitet sich nicht weiter aus. Ein Käferloch in der Fichte hingegen, ja? In der Fichtenmonokultur, das sieht ganz schnell ganz, ganz anders aus. Und so gesehen ist das hier schon irgendwo schade, dass es auch in der Tanne sowas gibt. Aber verglichen mit einer Fichtenmonokultur ist das nix. Ja? Und auch der wirtschaftliche Schaden von diesem Löchlein hier, der ist sehr beschaulich. Ja? Die Frage: Haben wir jetzt hier ein fieses Loch im Wald, müssen wir jetzt aufforsten, müssen wir jetzt viel Geld in die Hand nehmen, müssen wir den Wald hier retten, ist der jetzt hier wahnsinnig in Gefahr? Ja, dazu schwenken wir noch einmal nach unten und sehen, nö, hier stehen gefühlte 7000 Jungtannen rum, die dieses Loch ganz schnell wieder zumachen werden, die das Licht, was hier jetzt unten ankommt, nutzen werden, ihr Wachstum entsprechend hochschrauben werden und ich komme in 10 Jahren wieder und dann stehe ich hier im dicksten Dschungel. Und wenn ich nach oben gucke, nichts von Loch mehr sichtbar. Dann ist zwar die Decke, die mich vom Loch abschirmt, nicht 30 Meter hoch, sondern von mir aus nur 10.
Aber nichtsdestotrotz ist der Wald dann wieder zu. Ja? Und der Bestand ist geschlossen und das Bestandesinnenklima, der Schatten ist gegeben. Die Feuchtigkeit wird hier drin gehalten und weitere schlimme Jahre wird dieser Bestand hier auch problemlos überstehen. So, das ist es im Wesentlichen. Ich sag noch Tschüss. Oh, da ist auch so ein Ausblick, den mag ich besonders gerne hier. Die Tannenverjüngung, da hinten ein bisschen in den lichteren Wald mit dem einstehenden Totholz. Das ist wirklich so einer meiner Lieblingsplätzchen hier. Ja, bin ziemlich begeistert, falls es noch nicht aufgefallen ist. Jedes Mal aber, wenn ich hier bin, das ist so ein schönes Waldstück. So, jetzt habe ich ja größtenteils vorgezeigt, tollen Wald, zukunftsfähigen Wald, den Wald von morgen und so und solch. Ja, alles so Begriffe, die man hier durchaus anwenden kann und man übertreibt nicht. Ist das flächendeckend in Deutschland schon realisiert, so doll wie es hier ausschaut? Nee. Na, gibt's Wälder, die derzeit massiv Probleme haben? Ja. Unbedingt, ja, also nicht täuschen lassen. Ich wollte jetzt auch einfach mal wirklich ein positives Beispiel zeigen, bisschen was Schönes. Ich habe hier auch gar nicht viel katastrophale Fläche hier, wo ich jetzt wohne. Ne? Ich müsste ein bisschen Auto fahren, dann kommt sie. Dann gibt sie es leider sehr wohl unten in der Rheinebene. Ich bin hier am Fuß vom Schwarzwald, dass er dadurch erstens löst. Ne? Ich habe es ja schon gesagt gehabt, prima Boden, tipptopp. Da kannst du mitmachen, was du möchtest. Da musst du schon großen Scheiß bauen, damit hier nichts mehr wächst. Das ist also schon, es ist trotzdem eine Leistung der Beförsterung vom jetzigen Zuständigen und von dessen Vorgänger. Durchaus wirklich, wirklich eine Mordsleistung. Das ist ein toller Wald, hervorragend gepflegt, wirklich alles gut. Nur, es ist nicht die Regel. Ja. Also ich bin hier zum Angeben hin und man kann hier angeben. Aber ja, einfach im Hinterkopf behalten, unser Wald braucht unsere Aufmerksamkeit. Unser Wald braucht Support. Ja? Mehr Leute müssen Bescheid wissen vom Wald. Man muss gerne auch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema, wie es dem Wald geht, eigentlich lenken. Was aber eben falsch ist, ist die Vermutung, dass der Wald dem Tode geweiht ist und dass es nicht möglich wäre mit Forstwirtschaft und naturnahem Wachstum, beiden zusammen so ein bisschen zu arbeiten und dann hervorragende Waldbilder, die aber auch ertragreich sind und das ohne, dass es hier noch einen Friedwald gäbe, ohne dass man hier irgendwelche hochbezahlten Waldführungen anbieten würde. Schade eigentlich, ich würde mich anbieten und solche Dinge. Ja, der ist einfach rein forstwirtschaftlich auch noch super ertragsreich und es geht. Und darauf wollte ich hinaus. Ein Wald der Zukunft in diesem Stil ist möglich. Vielleicht nicht überall, aber doch auf großen Flächen Deutschlands. Und das wäre das, wo man halt hinarbeiten müsste. Und dann können einen so Jahre wie 18 und 19, ja, den Buckel runterrutschen können sie einem nicht. Sie haben Folgen, sie haben auch langfristig Folgen. Das Wachstum wird gering bleiben jetzt die nächsten Jahre, einfach durch den ganzen Stress, den die Dürre entsprechend verursacht hat. Aber alles tot mitnichten, ja. Also nehmt ein bisschen Hoffnung mit, denkt nicht, es ist alles gut, aber Hoffnung dürft ihr schon mitnehmen, finde ich schon. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie der Rest vom Sommer ausgeht, was wir da noch so kriegen. Und ja, ich glaube, es sollte jetzt dann bald auch zu Ende sein, hoffe ich. Mit Hitze und Dürre und Schäden und vielleicht 2021 dann ja mal ein richtig, richtig, richtig Scheißwetterjahr. Mit so richtig herrlichem Scheißwetter. Monatelang Dauerregen. Ha, das wäre was. Das wäre doch mal schön. Ne? So, ich bedanke mich. Gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.